Das Schicksal unserer Enkelkinder ist uns das Wichtigste. Das sagt die Holocaust-Überlebende Eva Fahidi Pustay und kommt deshalb, solange es geht, zum Gedenken nach Thüringen. Im Landtag Gedenkstunde mit allen Fraktionen von Linken, SPD, CDU, Grünen und der AfD. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht über den Umgang mit dem Vermächtnis der Opfer. Ihr tragt die Verantwortung, wie ihr mit unserer Erinnerung umgeht. Das bleibt unsere Verantwortung. Nicht die Frage der Schuld, die jeder von uns auf sich geladen hätte. Diese Debatte über Schuldkult ist eine Ablenkung von der Verantwortung, die wir übernehmen, damit wir die Erinnerung aufnehmen, die die Opfer ertragen haben, weil diese Erinnerung mahnt uns, wie wir Demokratie gestalten wollen. Als Gastredner warnt der renommierte NS-Historiker Götz Ali vor der Gefahr, wenn sich geistige Eliten einer Gesellschaft freiwillig einem totalitären System annäherten. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus konfrontiert uns immer wieder mit hochgebildeten, feinsinnigen Männern und Frauen, die aus freien Stücken zu Helfern und Exekutoren der Barbarei wurden. Im Verlauf seiner Rede wendet er sich direkt an AfD-Fraktionschef Björn Höcke und kritisiert dessen Äußerungen. Im Vorfeld hatte die Gedenkstätte Buchenwald erklärt, dass AfD-Vertreter zu Gedenkveranstaltungen nicht erwünscht seien, solange sie sich nicht glaubhaft von den antidemokratischen und geschichtsrevisionistischen Positionen ihrer Partei distanzierten. Die AfD Thüringen bedauerte in einer Pressemitteilung diese Entscheidung und kritisierte den Willen zur Ausgrenzung. Im Thüringer Landtag gab es heute mehrheitlich Applaus, und zwar für die Überlebenden des Holocaust und ihr Vermächtnis.